Ich hab wohl ein bisschen willkommen Zeit. Zurück zu einer weiteren Folge Marvel's Spider-Man. Wir spielen hey, auf der PlayStation 5. Ich habe gerade die Nachrichten gehört. Und hören erstmal kurz MJ zu. Heute Abend. Ja, er war ungewöhnlich aggressiv. Egal, danke nochmal für das Essen. Was schulde ich dir? Vielleicht dein Gefallen? Du hast noch die Maske aus der Galerie. Ja, ich bin gerade. Es dämmert. Mr. Lee wird bald hier sein. Sehr gut, aber ich will jetzt, seht ihr, jetzt kann ich auf die Anzüge zurückgreifen. Ich will jetzt mal einen neuen Anzug tragen. So, was haben wir? Der ist neu. Wie findet ihr den? Sollen wir den mal spielen in Blau oder eher hier in Schwarz-Gold vielleicht? Huh? Dann nehmen wir Schwarz-Gold. Jetzt habe ich erstmal Hunger. Um die Zeit ist Mr. Lee im Büro. Ja, aber dafür... Peter, kann ich dir helfen? Tut mir leid, Sie zu stören, Mr. Lee. Meine Freundin Mary Jane, sie ist Reporterin. Sie schreibt eine Story über Kunstimporte und hat da dieses Stück und wollte eine Expertenmeinung dazu. Und ich weiß, Sie haben Kunst studiert. Und zum ersten Mal könnt ihr mir das wirklich etwas nützen. Dann zeig doch mal her. Interessant. Wo hat sie das her? Ich bin mir nicht sicher. Warum? Was ist das? Die Kopie einer antiken chinesischen Opernmaske. So eine habe ich lange nicht gesehen. Dieses Symbol hier heißt so etwas wie Dämon. Dämon? Mein Vater hat mir Geistergeschichten mit dieser Maske und dem Symbol erzählt, als ich klein war. Haben mir einen Heidenschrecken eingejagt. Peter, hör zu. Diese Maske könnte mit gefährlichen Leuten zusammenhängen. Mary Jane sollte sich eine andere Story suchen. Denken Sie, sie ist in Gefahr? Ich weiß es nicht. Warum es riskieren? Hey! Das Symbol in der Maske bedeutet Dämon. Mr. Lee hat sich total erschreckt. Hab ihn noch nie so gesehen. Er meinte, du solltest die Story sein lassen. Pustekuchen. Glaubst du, Mr. Lee weiß mehr, als er zugibt? Nein, das war wohl nur ein schräger Flashback oder so. Er hatte eine traumatische Kindheit. Ja, ergibt Sinn. Dämonen, ja? Starker Name. Okay, ich muss arbeiten. Bis bald. Und die Unternehmen engagieren sich? Also, das lief genau, wie ich erwartet hatte. Ich habe noch Zeit, bis ich zu Doc ins Labor muss. Zeit für ein bisschen Spidey-Arbeit in der Stadt. Thank you.
So, und da möchte tatsächlich jemand ein Verbrechen verüben, während wir doch hier unten am Plaza die Funk reparieren. Zack, da sage ich doch mal kurz Hallo. Vergessen. Also nicht richtig vergessen. Ich hab nur. Ich komm sofort. Die Unpünktlichkeit wird langsam zur Gewohnheit. Mensch, Parker, in Ihnen steckt so viel mehr. Na, er hat recht. Wie kann es schon so spät sein? Ja. Und Otto hat halt natürlich auch nicht auf dem Schirm, dass wir Spider-Man sind, sondern er denkt, wir machen nur die Anzüge für ihn, ne? Ja, da können wir uns gerade nicht drum kümmern. Wir müssen zu Otto. Wir müssen ja auch in der Story mal ein bisschen vorankommen hier, meine Lieben. So. Oh, es ist nur eine Story, der Mary Jane nachgeht. Keine Angst, ich passe auf sie auf. Bitte sag mir, dass ihr wieder zusammen seid. Wir reden wieder. Kleine Schritte. Ich hoffe, Mr. Lee ist nicht verärgert. Er ist nur besorgt. Ich war ganz gerührt davon, wie sehr. Ich wusste, er mag dich. Er bewundert deinen selbstlosen Einsatz für andere. Ich glaube fast, er sieht sein jüngeres Selbst in dir. Beide weisen, beide klug. Das beruht auf Gegenseitigkeit. So ist es. Funktioniert das? Genau wie ein echter Arm. Sie denken an das, was er tun soll und... Ja! Hey! Hey! Was soll das denn werden? Die Anlage ist ein Sicherheitsrisiko. Sofort aufhören. Die Ausrüstung ist sehr empfindlich. Das reicht. Ich rufe das Büro des Bürgermeisters an. Peter Parker. Verdammt, wie geht's dir? Wenn man vom Teufel spricht. Mr. Osborne. Oh, bitte. Wie lange kennen wir uns schon? Es heißt Herr Bürgermeister. Sag Norman. Norman. Norman, was soll das hier werden? Die Zuschussvereinbarung beinhaltet strenge Sicherheitsklauseln. Dies ist nicht der erste Verstoß. Das wurde schon geklärt. Von mir? Wir hätten die Ausrüstung längst konfiszieren sollen. Aber ich hatte einen Durchbruch. Oh. Danke für Ihre Dienste an unserem Land. Diese Leute begleiten Sie zu Oscorp Robotics, wo Sie die neueste Prothese erhalten. Kostenlos. Es geht gar nicht um Sicherheitsbedenken, nicht wahr? Ich versuche zu helfen, Otto. Du kannst die Arbeit fortsetzen. In einer sicheren Umgebung. Bei Oscorp. Du warst schon immer der klügste Kopf im Raum. Du hast dich nicht verändert, kein bisschen. Du dich auch nicht. Hey, Peter. Harry kommt Anfang nächsten Jahres aus Europa zurück. Vielleicht könnt ihr dann das Geschäft starten, von dem ihr gesprochen habt. Das ist doch eine tolle Chance. Ganz ruhig. Die haben ja nicht alles mitgenommen. Wir fangen einfach von vorn an. Peter, es gibt kein Wir. Ohne die Zuschüsse der Stadt kann ich sie leider nicht mehr bezahlen. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Ich rate Ihnen, finden Sie einen neuen Job.
Ich würde und ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Einschalten. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir Marvel's Spider-Man spielen auf der PlayStation 5 mit mir, dem Dennis. Und bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.